Wie differenziert ihr euch vom Wettbewerb im digitalen Bereich? Hatten wir so ganz grob angeschnitten, aber das nochmal so ein bisschen rauszustellen. Das heißt, wie geht ihr damit um? Weil, wie gesagt, eben digital ja meistens hohe Transparenz, hoher Preiswettbewerb, wenig Spaß im Handel. Das schönste Beispiel war gestern beim Kunden. Wir haben bei einem größeren Konzern haben wir sind ja auch Onventis-Partner und wir haben die Kataloge, die wir für den Kunden extra erstellt haben, einfach präsentiert in einem kleinen einstündigen Präsentation. Und der Kunde war danach so begeistert und sagte: Herr Körschulte, das ist besser als alles, was wir momentan auf unserer Plattform haben. Wie haben Sie das denn gemacht? Wir haben Kataloge erstellt. Ja, aber hier passt ja alles. Hier passt das Bild, hier passt die Beschreibung, hier passt die Variantenvielfalt und, und. Und das ist genau der Punkt, den ich da herausstellen möchte. Also wir beschäftigen uns mit dem Thema Daten. Daten, 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 Daten. Das ist das Allerwichtigste, dass wir vernünftige Daten haben. Dann beschäftigen wir uns damit, was der Kunde letztendlich braucht. Und zwar nicht einfach 3 Millionen Artikel für den Kunden freischalten und dann sagen, Juche, viel Spaß damit. Sondern zu überlegen, okay, ich schalte gerade einen Werkzeugbaufrau. Wir haben genug Erfahrung in dem Bereich. Welche Segmente sind für ihn interessant? Welche Werkzeuge? Legt er Wert auf Premium-Werkzeuge, auf Standard-Werkzeuge oder auf günstige Werkzeuge? Um dort schon eine Vorauswahl zu treffen. Und dann den Kunden nicht damit zu überfrachten, sondern hier schon mal eine Vorauswahl zu treffen. Dann, guck mal, das habe ich für dich schon mal vorbereitet. Und das ist mehr als 90% unserer Wettbewerber tatsächlich dann machen. Und das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Thematik, den Kunden dort abzuholen, wo er steht. Und der ist meistens mit dem Thema Digitalisierung einfach komplett überfordert. Wenn ich jetzt wieder nur ein Händler bin, der das Thema Digitalisierung mit dem Thema, ich habe einen Shop verwechselt, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich sage, nee, Digitalisierung für mich ist die Beratung, ist die Zurverfügungstellung der Stammdaten, ist die weitergehende Beratung in den Workflows. Dann direkt die Themen anzusprechen. Wie können wir mit dir möglichst viel Wertschöpfung in diesem C-Teile-Prozess generieren? Und das ist natürlich erstmal die Eliminierung von allen nicht wertschöpfenden Tätigkeiten. Das heißt, sowas wie Preisfindung brauchen wir nicht. Sowas wie manuelle Auftragsanlage brauchen wir nicht. Manuelle Rechnungskorrektur, Freigabe, das muss ja alles automatisch gehen. Und oft weiß der Kunde an der Stelle nicht, wie es gehen soll. Und wenn ich ihm dann quasi einen kleinen How-to-Guide in die Hand gebe und sage, wir sind an der Stelle nicht nur Digitalberater, sondern wir setzen das auch noch eins zu eins mit dir um. Dann ist das mehr, als die meisten Unternehmen an der Stelle bieten können. Und das ist dann auch gleichzeitig der Eintritt in die gemeinsame Geschäftsbeziehung. Also das heißt, ihr nehmt quasi eure Sortimentsbildungsfunktion, was ja eine der ganz klassischen Handelsfunktionen ist, eben nicht nur wahr, sondern ihr macht das sogar noch kundenindividuell, dass ihr wirklich für Kunden dann maßgeschneiderte Sortimente anbietet. Was ich auch extrem spannend finde, ist, das ist schon ein paar Mal gesagt, mit diesem Beratungsansatz. Beratung ist ja bei euch nicht nur so ein Add-on zum Verkaufsprozess, sondern auch, so wie ich es verstanden habe, einen eigenen Erlösstrom. Also ihr fakturiert auch Beratung an den Kunden. Ich glaube, das ist auch für viele Händler Neuland, dass man mit Beratung quasi nicht nur Geld ausgeben, sondern auch Geld verdienen kann. Ja, absolut. Also das Thema ist ja Servicewüste Deutschland, ist ja jahrelang das Thema gewesen und Dienstleistung darf nichts kosten. Ja, da bin ich vielleicht noch dabei. Also Dienstleistung, die keinen Mehrwert bietet, die sollte auch nichts kosten. Aber das, wo wir uns einfach differenzieren möchten, ist, wir bieten einen Mehrwert und dieser Mehrwert kostet Geld. Und dem kann ich aber auch etwas gegenüberstellen und sagen, guck mal, wenn wir die und die Tage dort investieren, dann haben wir hinter diesem Prozess. Dort fallen die und die Tätigkeiten nicht mehr bei dir an. Wenn wir das jetzt über Schrauben querfinanzieren wollen, zahlt ihr nur Mondpreise. Das heißt, in 2 Jahren seid ihr wieder bei mir auf der Matte und sagt, Herr Körschulte, wir sind ja 80% teurer als der Markt. Also da habe ich ja nichts mit gewonnen. Und warum soll ich diese Dienstleistung in Produkten verstecken, die damit gar nichts zu tun haben? Sondern bitte, dann möchte ich auch an der Stelle sagen, lasst uns bitte diesen Beratungsansatz wählen. Ihr habt den Mehrwert. Ich schreibe hinterher eine Rechnung, die ihr diesen Kosten gegenüberstellen könnt. Da habt ihr die Einsparung auch gegenüber eurer Geschäftsführung. Und die Preise von euren Produkten, die ihr bei uns bestellt, die bleiben bitte einfach transparent und gleich. Und da erwartet ihr dann keine exorbitante Preiserhöhung mehr. Wie würdest du das sehen in dem Kontext? Weil das ist ja so ein klassisches Handelsproblem, dass ja ganz, ganz viele solche Dienstleistungen, Expresslieferungen, versandkostenfreie Lieferung, frei Haus ab,
keine Ahnung, zwei Spacks im Tütchen inkludiert sind. Glaubst du, das ist noch das Modell für die Zukunft oder muss man da auch eben sagen, nee, wir müssen quasi diese Dienstleistung rausnehmen und extra bepreisen? Und wenn einer eine Expresslieferung haben will oder wenn einer eben eine Lieferung haben will, dann kostet die eben Geld, aber dafür ist natürlich dann das einzelne Produkt eben auch mit irgendwelchen anderen Internetpreisen vergleichbarer. Eine sehr, sehr spannende Geschichte, ja, definitiv. Wir haben da den Lösungsansatz gewählt, dass wir tatsächlich verschiedene Kundenverträge aufsetzen. Das heißt, wir haben drei Varianten und der Kunde kann letztendlich wählen, welches Produkt er von uns kaufen möchte, mit welchem Beratungsansatz. Wenn er wirklich nur auf den Preis aus ist, dann kriegt er auch alles andere, was extra kostet, in Rechnung gestellt. Das heißt, er möchte drei Schrauben, dann ist darunter die Position und noch 50 Euro Kommissionierungskosten plus Frachtkosten. Wenn er jetzt das All-in-One-Paket, das All-Inclusive-Paket im Prinzip von uns nimmt, dann unterhalten wir uns über Dienstleistungspauschalen. Dann sagen wir, okay, wie oft wollt ihr im Monat, in der Woche angeliefert werden? Habt ihr viele Kleinteile-Lieferungen? Seid ihr individuell oder seid ihr Massenfertiger? Für welche Bereiche soll das gelten? Soll das für die Produktion gelten? Soll das für den Werkzeugbau gelten? Und, und. Und dann wird wirklich kundenindividuell ein komplexes Produktkonstrukt letztendlich aufgestellt, um den Kunden dort abzuholen, wo er steht. Und dann zu sagen, okay, hier an der Stelle braucht ihr unsere Dienstleistungsqualitäten für die Befüllung von elektronischen Tool-Terminals. Das möchte keiner von euch machen. Das ist eine ganz normale Befüllung. Das können wir euch hervorragend darstellen. Wie oft soll das in der Woche passieren? Zum Beispiel zwei, dreimal die Woche, weil ich möchte nicht fünf Schränke dort stehen haben, sondern nur zwei Schränke, weil wir nicht genug Platz haben. Kein Problem. Dann wird das entsprechend ausgerechnet und dem Kunden letztendlich über Monatspauschalen in Rechnung gestellt. Aber eben auch da, dass ihr sagt, ihr macht individuelle Dienstleistungspakete und nicht dieses One Size Fits All. Es ist alles im Produktpreis irgendwie reingemauschelt und den einen Kunden trifft es ziemlich hart, der dann vielleicht viel kauft und den anderen, der wenig kauft, der profitiert davon, sondern schon eben kundenindividuell das Ganze angepasst. Ja, absolut. Man verliert auch auf diesem Wege Kunden. Das muss man auch dazu sagen, aber man gewinnt auch sehr viel. Also wir haben einen großen Kunden an der Stelle auch verloren, der ein reiner Preiskäufer gewesen ist, der gesagt hat, ja, für mich ist aber letztendlich die zwei Stellen hinterm Komma entscheidend. Okay, dann passen wir an der Stelle einfach nicht zusammen. Du rufst mich ja trotzdem an. Es ist ja nicht so, dass der Preis gilt und dann das Telefon ruhig ist. Nein, du möchtest dich ja trotzdem stundenlang in der Woche mit mir unterhalten. Über Beratung, über Werkzeuge, über Tools und, und. Und dafür möchtest du kein Geld bezahlen. Aber da ich keine ehrenamtlichen Mitarbeiter habe, müssen die nur ihr Geld verdienen. Und das ist dann einfach eine Sache, ähnlich kompromisslos, wie wir mit unseren Mitarbeitern damals das Thema Digitalisierung angegangen sind, bin ich sehr kompromisslos, was unsere Kunden angeht. Es gibt auch einfach die falschen Kunden für mein Unternehmen. Das ist dann Zweifellos. leider so. Aber dem stelle ich mich an der Stelle. Das hat aus meiner Sicht nichts mit Arroganz zu tun oder sonstig, sondern einfach, wir haben ein digitales Produktportfolio, was für eine bestimmte Range an Kunden gedacht ist. Und mit den Kunden können wir hervorragend zusammenarbeiten, partnerschaftlich zusammenarbeiten, das funktioniert super. Wenn ich jetzt aber einen Kunden habe, der marktplatzgetrieben, sage ich mal, denkt, der nicht bereit ist, irgendwelche Kosten mitzutragen, sondern das muss alles irgendwo in dem günstigsten Preis mit enthalten sein, dann ist das etwas, womit wir tatsächlich nicht überleben könnten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Am besten du abonnierst unseren Kanal und aktivierst die Glocke. So wirst du direkt benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen und verpasst zukünftig keine Folge mehr. Ach so, und hier geht's zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis